zwei bis drei Stunden sind wir ungefähr angekommen. Die Einreise verlief reibungslos, wir hatten gar keine Probleme. Wenn ihr mal nach Havanna reisen wollt, braucht ihr auf jeden Fall eine Touristenkarte. Die hatten wir jetzt schon im Vorfeld in Deutschland beantragt und hatten damit gar keine Probleme einzureisen. Und normalerweise brauchst du auch eine Krankenversicherung auf Spanisch. Also brauchst du eine Krankenversicherung, die musst du dann ins Spanisch übersetzen und mitnehmen. Danach wurden wir jetzt gar nicht gefragt. So viel dazu. Und danach haben wir uns direkt ein Taxi geschnappt. Wir hatten uns schon im Vorfeld informiert, wie teuer das Ganze ungefähr werden würde. Zwischen 25 und 30 kubanische Peso soll es kosten. Wir haben jetzt dann ein bisschen gehandelt und haben jetzt 25 kubanische Peso bezahlt. Sind dann rausgegangen, also sind unser Taxifahrer hinterhergegangen und dann stand da so ein schicker Oldtimer, so wie man das halt aus den Havanna-Videos kennt. Und da dachten wir uns, oh, das wäre jetzt natürlich mega nice, wenn wir da jetzt einsteigen und der würde uns zu unserer Unterkunft fahren. Und tatsächlich war das dann auch unser Oldtimer oder unser Taxi. Und ja, jetzt sind wir in unserer Unterkunft, wir haben ein ganzes Apartment hier in Havanna. Und mit dem Internet hier sieht es relativ schlecht aus. Um WLAN nutzen zu können, muss man in öffentliche Parks gehen oder halt zu irgendeinem Hotel. Hier bei uns jetzt in der Unterkunft haben wir keinen WLAN. Das Einzige, was wir haben, ist ein Handy, was wir von unserem Airbnb-Host bekommen haben. Damit können wir uns dann einen Hotspot geben und haben dann eigentlich Internet, nur es ist sehr, sehr langsam. Finden wir auf jeden Fall gar nicht schlecht, mal gar kein Internet zu haben. Ist nur ein bisschen schwierig, wenn man sich noch organisieren muss in dem Land. Wir haben uns natürlich im Vorfeld schon vorbereitet und alles, was wir brauchen, rausgesucht. Also Supermärkte, Restaurants, vegane Restaurants oder Restaurants, die vegane Optionen anbieten. Aber trotzdem ist Internet in der Not immer gar nicht so schlecht und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz unsere Airbnb-Wohnung, die sieht nämlich gar nicht so schlecht aus. Also hier, das ist die Eingangstür, dann kommt man hier rein in das Wohnzimmer. Dort liegt eine Marie, die... Müde. Lebst du noch? Mhm. Sie ist sehr müde. Das hier ist unsere Küche, wir werden hauptsächlich versuchen, selbst hier zu kochen. Das ist unser Schlafzimmer. Und da ist die Toilette. Also da hinten der Eingang, hier ist Wohnzimmer, da die Küche und hier unser Schlafzimmer. Und so sieht unser Apartment von außen aus. In der Etage wohnen wir. Wir sind jetzt einmal um die Ecke unseres Apartments gegangen und hier scheint ein Park zu sein und da sind ganz viele Leute und nutzen anscheinend WLAN. Ja, wir waren vorhin schon in einem Supermarkt drin, aber der hatte nur Kichererbsen, Kekse, Wasser und Milch. Ja. Also der war relativ klein und hatte ganz viele Produkte, also nicht ganz viele Produkte, aber hatte ganz viel von diesen Produkten. Also super viele Kichererbsen, super viel Milch, aber sonst halt nichts anderes und das war ein bisschen komisch. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir uns Linsen kaufen und die haben hier ein ganzes Regal voll mit Linsen. Links daneben weiße Bohnen und ganz viel Mais und weiter geht's mit ganz viel Bohnen. Und sonst hier alles voll mit Reis. Da links haben wir jetzt einmal Tomatensauce gefunden, die wir mir mitnehmen. Und sonst haben die ja voll wenig Auswahl, ne? Eigentlich nur Grundnahrungsmittel, also wirklich nur Grundnahrungsmittel. Ja. Nicht mal Bohnen in der Dose oder so, das wäre jetzt das Einzige, was wir gefunden haben mit den Linsen. Und Wasser haben wir auch noch nicht gefunden. Weder Wasser noch Milch, keine Sojamilch. Einen schönen guten Morgen, nachdem wir gestern in einem Supermarkt waren, wo es kein Wasser gab, sind wir zu dem anderen Supermarkt gegangen, wo wir vorher Wasser gefunden hatten. Der hatte allerdings schon um 5 Uhr geschlossen und dann haben wir einfach keinen Supermarkt mehr gefunden, der Wasser verkauft. Also wir sind 45 Minuten durch die Gegend gelaufen, durch den ganzen Block und haben nach einem Supermarkt gesucht und haben einfach keinen gefunden. Bis wir dann irgendwie ein Geschäft gefunden haben, was Alkohol verkauft und dort konnten wir dann teuer Wasser kaufen. Aber wir haben einfach Durst gehabt und haben nichts anderes gefunden. Und was uns noch so aufgefallen ist, dass Marie die ganze Zeit beobachtet wurde. Also
Die Menschen, die haben einfach nicht aufgehört, Marie anzustarren. Egal, ob wir jetzt zu denen geguckt haben oder nicht, die haben einfach nicht aufgehört. Das letzte Mal, als wir so eine ähnliche Situation haben, das war in Kuala Lumpur. Aber da war es nicht so schlimm wie hier. Also das war echt krass. Und wir verstehen das ehrlich gesagt gar nicht so, weil hier voll viele Frauen rumlaufen und die laufen auch alle relativ freizügig rum. Marie ist jetzt gestern nicht mal freizügig rumgelaufen. Ja, das war auf jeden Fall komisch. Und so viel zu unseren ersten Erfahrungen hier in Havanna. Wir werden uns jetzt ein Taxi wahrscheinlich schnappen und nach Old Havanna fahren und uns Old Havanna angucken. Wir haben uns ja gestern den ganzen Tag gefragt, wie sich die Leute hier versorgen können, aber wir haben jetzt herausgefunden, hier gibt es überall so Farmers Markets bzw. so Märkte, wo man halt Obst, Gemüse, Fleisch, was auch immer kaufen kann. Und wir sind jetzt nach Old Havanna gefahren und gucken uns die Stadt an und ich finde diesen Baustil so schön. Das gefällt uns voll, also es hat was. Mittagspause in einem Café und haben uns Hummus-Sandwiches bestellt und nochmal Hummus so, um auch wirklich satt zu werden. Wir haben uns jetzt relativ spontan dafür entschieden, so eine Hop-on-Hop-off-Bus-Tour zu machen. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Und Grund dafür war hauptsächlich, dass wir kein Internet haben und nicht so richtig wissen, was wir uns hier angucken sollen und keine Informationen so richtig über die Stadt haben. Deswegen dachten wir, machen wir jetzt mal so eine Tour, wo einem vielleicht ein bisschen was dazu erzählt wird und man ein bisschen was sieht. Und es ist relativ günstig, wir haben jetzt nur 10 Kuba-Pesos pro Person bezahlt. Wir haben ja gestern schon mit dem Bus eine Fahrt gemacht, aber wir haben uns gedacht, wir wollen auf jeden Fall das nochmal miterleben und hier mit so einem alten Oldtimer durch die Gegend kutschiert werden. Für so eine Tour, wie wir sie gerade gemacht haben mit dem Auto, verlangen die Anbieter in der Regel 100 kubanische Pesos für die erste Stunde und das ist auf jeden Fall viel zu teuer. Da hat man auf jeden Fall genug Spielraum, um zu handeln. Wir haben jetzt nur 40 kubanische Pesos bezahlt.
Wenn man das nicht machen möchte mit dem Auto, kann man auch mit dem Hop-On, Hop-Off-Bus fahren. Und da bezahlt man nur 20 kubanische Pesos. Mit beiden Touren sieht man auf jeden Fall genug von Havanna, beziehungsweise all das, was man sehen sollte hier in Havanna. Und sonst würden wir euch empfehlen, ganz viel zu Fuß zu erkunden. Das haben wir heute gemacht, also wir waren fast den ganzen Tag zu Fuß unterwegs, haben auch ganz viele Fotos gemacht. Und ja. So sieht man auch die coolsten Locations. Genau, dann kann man auch immer anhalten und man Fotos machen, Videos. Ja, man ist sehr spontan, sehr flexibel. Und sonst haben wir noch eine ganz kleine Bitte an euch, macht bitte keine Kutschfahrt hier. Das ist nämlich für die Pferde die reinste Hölle. Wir wohnen übrigens hier in New Havanna und in Old Havanna haben wir fast die ganze Zeit verbracht. Dort ist es auch am touristischen und hier, wo wir gerade wohnen, ist es eher nicht so touristisch. Wir sind dann öfters zu Fuß nach Old Havanna gegangen oder auch ab und zu mit dem Taxi gefahren. Da haben wir folgenden Tipp für euch, handelt auf jeden Fall. Und die offiziellen Taxis verlangen in der Regel das Doppelte von den nicht offiziellen Taxis. Falls ihr so wie wir vorhaben, solltet euch Havanna selbst zu versorgen. Also vorhabt euch eine Airbnb zu nehmen mit eigener Küche und vielleicht ab und zu selbst zu kochen. Also wir waren jetzt meistens essen, aber haben morgens immer gekocht. Und da können wir euch nur als Tipp mit auf den Weg geben, den hätten wir vielleicht vorher auch gebraucht, dass man sich irgendwas mitnimmt, was man hier gut benutzen kann. Weil wir haben ja euch schon erzählt, dass es hier mit den Supermärkten recht rar aussieht. Also wenn man im Supermarkt ist, es gibt wirklich nur Grundnahrungsmittel. Deswegen würden wir euch empfehlen, vielleicht sowas wie Erdnussbutter oder irgendwelche Aufstriche mitzunehmen. Vielleicht Riegel, sowas wie Proteinriegel oder irgendwas, was man gut hier essen kann. Oder wenn es Fertigsuppen sind oder so. Weil, wie gesagt, mit dem Einkaufen sieht es hier schlecht aus. Und wir hatten ja schon erwähnt, dass es mit dem Internet hier ein bisschen anders aussieht oder ein bisschen schwieriger aussieht. Auf jeden Fall kann man in den Parks Internet nutzen, das hatten wir auch schon gesagt. Und dafür muss man sich eine WLAN-Karte kaufen. Und die könnt ihr zum Beispiel bei Telepunto-Shops kaufen. Und da ist aber in der Regel immer relativ viel los, also da müsst ihr genug Zeit einplanen. Ansonsten könnt ihr sie auch von irgendwelchen Straßenhändlern kaufen, da müsst ihr dann zum Beispiel nicht anstehen. Aber die verlangen dann dafür ein bisschen mehr Geld, also müsst ihr entscheiden, was euch wichtiger ist. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir in unserer Airbnb ein Handy zur Verfügung hatten, womit wir uns, also da war eine SIM-Karte drin und wir konnten uns dann halt immer einen Hotspot geben. Das Internet hat aber auch nur morgens, ganz früh morgens funktioniert. Ja, sonst gar nicht. Ansonsten gar nicht und auch früh morgens war es halt ziemlich schlecht und langsam. Ja. Ansonsten, falls ihr vorhaben solltet, in einem Hotel unterzukommen, dort werdet ihr höchstwahrscheinlich auch WLAN haben oder auch in manchen Restaurants. Aber ansonsten sieht es hier halt sehr rar aus mit dem Internet. Und auch falls ihr vorhaben solltet, euch hier Zigarren oder ähnliches zu kaufen, würden wir es euch nicht empfehlen, das auf dem Straßenmarkt zu kaufen, beziehungsweise bei Straßenhändlern. Davon hat uns unser Airbnb-Host auch abgeraten, weil die Preise halt viel zu hoch sind. Und dann lieber in offizielle Shops gehen, wo auch Preise dran stehen und das dort besorgen, damit ihr euch nicht verarschen lasst. Aber wir haben dazu jetzt persönlich keine Erfahrung gemacht. Ja. Kommen wir nun zum Fazit unserer Reise hier in Havanna. Also wir waren 2 volle Tage hier und wir würden sagen, das reicht allemal. Also wir können euch empfehlen, vielleicht einen ganzen oder 2 volle Tage für Havanna einzuplanen. Wir fanden die Stadt sehr schön, aber wir haben uns extrem in die Zeit zurückversetzt gefühlt, weil man hier halt kein Internet hat, was aber auch irgendwie mal gut tat, weil man nicht erreichbar war und irgendwie halt ja, sich mehr miteinander beschäftigt hat und mehr mit Leuten kommuniziert hat, als man sonst tut im realen Leben. Und sonst sind auch die Gebäude hier relativ alt oder sehen alt aus. Ja, weil sie halt nicht restauriert werden. Und alleine durch diese Autos, durch diese Oldtimer-Autos hat man auch schon das Feeling, dass man in einer ganz anderen Zeit ist. Ja, das war unser Fazit und das war unsere Havanna-Reise. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, darüber würden wir uns sehr freuen. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert uns unten kostenlos und seid gerne auch im nächsten Video mit dabei. Macht's gut!